So, herzlich willkommen zu Hearthstone, meine erste Runde im Turnier. Und mein Gegner oder meine Gegner sind nämlich zwei, sind auch schon da. Hallo. Ja, hallo. Hi. Hallo Martin. In meinem Video sieht man jetzt nur mich, das ist alles ein bisschen ungewohnt. Meine Webcam ist an, euch kann ich leider nicht einbinden, ich habe es versucht, aber technisch bin ich zu blöd dafür. Dann stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid. Ja, wir sind GamesTV, ich bin Thorsten. Ich bin Sebastian. Hi. Ja, und wir sind Hearthstone-Noobs und haben ja mitbekommen, dass du da richtiger Pro bist und wollen uns relativ wacker schlagen, um nichts anderes. Uns geht es um eine ehrenvolle Verteidigung der, der ersten Runde. Ich habe schon ein bisschen geübt. Ja, wir haben auf GameTube, unserem Kanal, und German Hearthstone, wo ich Hearthstone spiele, auch schon ein paar Videos hochgeladen und ein bisschen geübt und so. Und wir spielen jetzt gegeneinander, genau. Es gibt dieses Hearthstone-Turnier, alle Infos gab es eigentlich schon vorneweg im Trailer und so, da will ich gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Eine wichtige Information will ich aber allerdings noch loswerden. Natürlich können wir nicht ausgleichen, wie erfahren wir sind oder wie nicht erfahren. Das ist also eine Sache, die kann man natürlich nicht ausgleichen. Aber wir haben netterweise für das Turnier von Blizzard jeder praktisch einen Account bekommen, wo einfach alle Karten freigeschaltet sind. Also rein spieltechnisch sind wir alle auf gleichem Niveau, was halt einfach fair ist für das Turnier und konnten uns dann damit halt, nur falls die Leute sich wundern, weil sie natürlich meinen Account sonst kennen und wissen, dass ich gar nicht so viele Karten freigeschaltet habe. Aber jetzt habe ich hier alle und habe mir dann einfach mal ein paar Decks gebaut für dieses Turnier. So. Gary Lineker würde sagen, Hearthstone ist ein Spiel mit 30 Karten und am Ende gewinnt Martin. Da habe ich nichts dagegen, gegen diese Interpretation. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Das ist ein Best of Three, also wir spielen, wer als erstes zwei Siege hat. Maximal drei Spiele, man kann aber schon nach zwei Spielen gewinnen. Ne? Wenn man 2-0 führt, hat man das auch schon gerade geschafft. Okay. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe? Ja, ich glaube, wir können anfangen. Alles gut. Okay. Thorsten, dich hört man ganz gut, denn wie hieß der? Ja, ich sitze hier ein bisschen, Sebastian, ich sitze hier ein bisschen weiter. Ich kann gerne schreien, aber ich glaube... Die Skype-Übertragung ist natürlich auch mal nicht so top. Notch. Und es ist auch mein Mac. Aber es geht schon. Es ist auch mein MacBook. Sprech deutlich laut MacBook. Und dann passt das schon. Ja, es ist mein MacBook. Vermutlich ist es auch auf mich konditioniert so ein bisschen. Also von dem her kommt es daher. Ach, krieg mal alles hin. Ja. Ich habe mir ja extra ein Headset aufgesetzt. Ich bin ja top verbunden. Okay, legen wir einfach mal los, bevor wir zu viel rumquatschen. Ich fordere euch jetzt mal heraus zu einem Duell. Und dann geht's rund. Nein. Genau. Wir haben immer die erste Aufgabe bestanden. Was spiele ich denn? Achso, ich dachte, wir wollen erst. Moment, ja. Ah, okay. So, ich habe mir jetzt ein Deck ausgewählt und bin bereit. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ach, das ist schon spannend. Ja, irgendwie schon, ne? So gegen echte Gegner, ne? Die nicht irgendwo in Russland sitzen. Ja, doch sonst ja auch, aber es ist jetzt ja nochmal so ein Turnier und dann habe ich euch ja gleichzeitig noch hier im Ohr sitzen und habe natürlich, muss meinen Sound eben noch anmachen. Ich habe vorhin was ausgemacht. So. Okay, jetzt muss ich gleich mal, geht zurück. Das geht mal weg, das geht auch mal weg, das brauche ich auch noch nicht. Okay. Ach, wir können jetzt parallel Twitch gucken, ne? Theoretisch. Ich habe ein Delay eingestellt extra. Ja, habe ich schon vermutet. Nicht mit mir. Ich habe extra ein Delay eingestellt, damit das halt nicht passiert. Wieso haben wir eigentlich jetzt schon 7 Mana? Verstehst du das? Ja, gut, können wir jetzt ein bisschen machen. Dann zeig mal, bring it, sage ich mal. Warrior, okay. Interessant. Das ist jetzt dein selbst erstelltes Deck? Ich habe mir schon ein bisschen Guides durchgelesen. Ich bin immer einer, der gern wirklich sich umfassend informiert und optimiert und das selber noch ein bisschen verändert. Also ich muss wirklich sagen, das wissen auch meine Zuschauer, im Constructed bin ich noch nicht so erfahren. Ich spiele halt hauptsächlich Arena bisher. Ich bin auch noch ein Anfänger in Hearthstone. Ich habe im Dezember erst angefangen. Habe viel Arena gespielt, weil mir das viel Spaß macht. Und Constructed habe ich bis jetzt noch ein bisschen ausgelassen, weil ich noch nicht so viele Karten habe einfach. Ne? Jetzt haben wir natürlich alle Karten. Also ich hab nicht so viel Erfahrung, dieses Deck zu spielen. Ich verstehe, wie es funktioniert, aber ob ich es richtig spiele, werden wir dann sehen halt, ne? So. Okay, also beim Ritter der Chorusnuss würde man sagen, einigen wir uns auf Unentschieden, ne? Jetzt schon. Also, ja, gut. Und du als Pro, haben wir jetzt schon einen klaren Vorteil errungen, oder? Hast du schon Angst? Ich habe schon Angst, ja. Ich kann praktisch jetzt schon aufgeben. Das ist komisch, okay, dann trade ich das halt einfach mal, weil das kann ja keine Minions mehr ausspielen, solange das Explosive Shift da noch rumhängt. Kann ich ja eh nichts machen. Also, ich habe einen Spare Part bekommen immerhin. Du, der Gegner hört mit, ne?
Obwohl, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe nicht gehört, ob ihr irgendwas erzählt habt. Ah nee, das hat er gespielt. Scheiße. So, jetzt gucken wir kurz in den Twitch-Chat. Der Twitch-Chat ist bei mir halt immer Minuten alt. Ja, da holst du ja also deine Tricks, oder wie? Nee, eben nicht. Das ist ja, ich habe ja den Delay eingestellt, damit ihr meinen Twitch-Stream gucken könnt und wisst, was ihr auf der Hand habt. Der ist ja um Minuten verzögert. Also, was ich jetzt im Twitch-Chat lese, ist ja 1000 Jahre alt. Okay, Den und den, oder was? Ja, ich drohe euch mal. Oh, Hilfe! Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Shield Slam. Bam. Jawohl. Noch Fragen? So, fertig. Du siehst, wir haben total Ahnung. Wir wissen genau, also was richtig geil ist, aber mein Pick nicht. Also, was ich bis jetzt habe, das ist so. Ich habe eigentlich ganz gute Synergien in dem Deck, die bis jetzt mal noch überhaupt nicht zum Tragen kamen. Also, immer so überhaupt nicht. Was so ein bisschen ärgerlich ist. Du musst auch nichts spielen. Komm, ja mal. Doch, nee, ja. Ich hau euch um. Ich mach euch kaputt. Ja, nicht solange wir unseren Schild haben. Ja, ja. Wie viel haben wir? Vier? Ah, ich, okay. Jetzt müssen halt die richtigen Karten kommen. Es ist nicht so schlecht, was ich auf der Hand habe, aber so richtig geilo. Den, so wie und es den. Man ja, genau. Nicht. Ja, finde ich gut. Den und genau. Den. Genau. Halt den als zweites. Den als erstes. Fehlt ein und vielleicht ein zwei. Ja, ist doch völlig egal. Weil mit dem machen wir aber noch einen Schaden. Aber wenn wir ihn nicht damit aus... Nee, es kriegt ja keiner von uns Schaden. Nee, das sind beides Monster. Die können ja, wir na nicht klar, aussehen. Aber Sekunde, ja, kurz weg. Aber guck mal, ja, du musst den raufpacken. Ich drohe euch noch ein bisschen. Damit du mit ihm, mit dem Diener einen Schaden, bei dem, damit du aus ihm einen 3-2er machen kannst. 3-3er machen kannst. Okay, mach du einfach, Thorsten. So. So. Nein! Was denn? Du hast gerade unseren eigenen angegriffen. Nein, das ist doch genau richtig. Ach so. Ja, so funktioniert das Spiel. Er ist. Ich hab Sebastian als Experten mit dabei. Ja, aber hätten wir ihn jetzt mal angegriffen, wäre er tot gewesen und dann wäre der Bonus ja scheißegal gewesen. So hatte ich gedacht. Ja, ja. Monsterlos werden. Ja, quasi. Ja, nee, okay. Du bist. Bla, bla, bla. Ich hau euch einfach kaputt. Also gegen unsere Strategie, also gegen unseren Plan, ne? Mach die Karte, kannst du die Karte zurückmachen? So, erstmal den, auf den habe ich keine Lust. Tschüss. Er das mit seinem Champion, sein. Aber hat dafür 3 Schaden gekriegt. So, dann habe ich immer noch. Genau. Will ich das jetzt schon, ist die Frage? Könnten wir damit. Ja? Ja, sollten wir, glaube ich, gleich. Na ja, okay. I see. So. Sein, wir kriegen jetzt natürlich mal eine Hammerkarte. Bestimmt kriegen wir eine Hammerkarte. Wir kriegen natürlich nur Hammerkarte. So, weg damit. Ja, das ging es weg. Machen wir es lieber so. Hat ein bisschen hin und her überlegt, aber. Oh, so andererseits, wenn wir mit denen spielen würden, wenn die beiden weggehen, wir könnten mit denen den. Genau, das war auch meine Idee. Hervorragend. Was machen? Nee, warte, bitte. Erstmal die Karte spielen. Wieso? Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Okay. Dann sind die weg. Ja. Und der. Ja, okay. Beratet euch da mal so. Merkt das schon. Oh, selber eine Waffe am Start. Ach so, ach, das ist nur eine Waffe, okay. Und gleich. Also, könnten okay. Sie jetzt. Ja, einsetzen. Den einsetzen? Ja, den hier halt, ne? Ja, einmal blank machen. Einmal blank machen? Wieso kannst du noch einsetzen? Der zieht ruhig blank. Das möchte ich. Zum Glück habe ich keine Cam von euch. Die wegmachen und dann mit denen den angreifen, dann ist alles blank. Mach einfach. Okay, ich probier's. Da kannst du nur einen machen damit. Aber hier steht ja allen. Okay. Auch wenn du beim Todesröcheln als erstmal stirbt. Das war ja trotzdem verbraucht. Na ja, gut, was weg ist, ist weg. Sollen wir direkt warum angreifen? Nicht ihn? Weil dann sind beide weg und er hätte noch einen. Na gut, okay. Ja, musst du sagen. Du! Eins, zwei, drei. Was? Tschüss! Müssen wir hinmachen hier. Ach, okay. Du. Damit wir sagen können, wir waren einmal im Vorteil. So, wir führen, ne? Verstehe. Wir führen. Ich glaub, ihr habt schon gewonnen. Ja. Okay, nächste. Best of three. Was für soll ich das verstanden? Kannst du surrendern. Nehmen wir gerne dankend an. Ich ziehe echt nicht die richtigen Karten, das gefällt mir nicht. Du mit deinem taktischen Spielchen. Du mit. Darauf nehme ich noch einen Schluck.
Das ist gemein. Out. Ja, ich fühle mich auch. Es tut mir natürlich leid. Das ist aber nicht gut für dein Karma, was du gerade machst, ne? Ich gewinne für meine Zuschauer. Ich denke immer noch an die Zuschauer, die wollen mich gewinnen sehen. Und für die gewinne ich. Aber warte. Ja? Wir könnten jetzt ja den erstmal... Damit sie halt dann was davon haben. Ich denke nur an meine Zuschauer. Sonst würde ich euch gewinnen lassen. Aus reinster Nächsten und Menschenliebe für mich halt mit. Genau. Einfach mal rauf. Der macht doch aber nur... Nee, gerade eben hat auch jeder einen Schaden gekriegt. Ich mach, zieh ihn jetzt dahin. Oder warte mal. Also normalerweise, so. Mhm. Aber kriegt allen Dienern einen Schaden. Ja, beim Todesrecht, wenn er tot ist. Die Karte, oder was? Ja, gut. Aber mach einfach mal. So, was kommt jetzt? Wir probieren noch aus. Wir sind noch nicht so ganz... Ich merke das schon. Ne? Mit dem Death Rattle kriegt ihr jetzt auch den Webspinner. Okay. So, und jetzt haben wir hier die wunderbaren und können... Den? Ja, würde ich sagen, ne? Wegen der. So, was kommt jetzt? Ja, hat das Sinn? Ja, ne, er hat ja gar keine. Nehmen wir den 6er, oder? Oder welchen meinst du? Ja, ja, super. Boom. Die gute Shield Maiden. Schöne Warrior-Karte. Ja. Jetzt kommt er. Den hätte ich am Anfang gebraucht. Kommt er jetzt angeschissen? Ja, ja, jetzt kommt sie wieder. Jetzt bringt die Karte nicht mehr so viel. Also am Anfang wäre die halt der Hammer gewesen. Der Hammer. Und jetzt kommt sie halt so. Naja. Kann man trotzdem mit lieben. Hm. Oh, den weghauen, oder? Ja. Schauen wir mal, was ihr daraus macht. Problem ist, wenn er stirbt, kriegt er 2-2. Genau. Aber was ist, wenn man den hauch? Oh. Genau, den ziehen wir. Wie ihr zweit euch immer beratet, das ist ja unfair eigentlich. Ja. Ach, Dr. Boom. Ja. Moin. Boom, 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 boom. Wollen wir ihn jetzt hier weg haben, oder? Dr. Boom ist so sicher? Sau. Weil dann kriegt er zwei. Ich würde direkt angreifen, lass doch Schaden machen, weil. Er ist jetzt in der Verteidigung, er muss ja sehen, dass er uns jetzt. Aber wir sind nicht geheim, das. Na gut, mach ruhig. Aber das haben wir jetzt leise gesagt. Ja, ja. Ja, gut. Au. Au. Ach, gleich 2, ja sicher. Siehst du? Warum auch nicht, wenn wir schon dabei sind? Ich hoffe, ihr schämt euch wenigstens. Wofür jetzt? Dass wir keinen Plan haben, was wir gemacht haben. Es war jetzt eher Luck. Ja, ist mir doch egal. Das tat weh. Und zwar nicht zu knapp. Ich habe nur lauter Explosionen gesehen. Das war. War Sebastians Logik. Mir war ganz klar, dass du diese Falle hast. Da habe ich von vornherein dran gedacht. Ich nicht. Ja, das tut auf jeden Fall weh mit dem guten Dr. Boom. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich das ausspiele. Ich habe noch 12 HP, was nicht mehr so wahnsinnig viel ist. Das ist halt ein bisschen das, was mich ärgert. Ansonsten bin ich ganz zufrieden eigentlich mit der Situation gerade, aber die 12 HP gehen mir ein bisschen auf den Sack. Aber naja, ich muss halt ein bisschen Risiko spielen. Oh, jetzt hat er ihn. Okay. Ja, das ist ein bisschen viel Schaden. Die beiden Bomben halt direkt auf mich drauf. Auch beide 4 Schaden gemacht, glaube ich. Das war echt ein bisschen mies. Hoffentlich habe ich nicht die falsche Entscheidung getroffen. Du musst natürlich schnell die 7 wegkriegen. Warum geht's, ne? Ja, ich glaube doch, Fass hätte lieber das nutzen sollen. Ja, die Karte raff ich ehrlich gesagt auch nicht. Der ist ja super. Der ist ja super. Den machen wir. Was kommt jetzt? Wenn ich schon höre, der ist doch super, das gefällt mir nicht. Oh nein, der Big Game Hunter. So eine Scheiße. Der ist super. Der ist super, ne? Also er hat zumindest Damage. Ja, oder? Die Waffe ist jetzt ja völlig egal. Ja. Okay, was kommt jetzt noch? Nehmen wir den 5er? Ja. Das ist jetzt ein Museum. Auch das noch. Hm. Ah, die erste Runde. Ah, das gefällt mir alles schon nicht. Ich mag euch nicht. Echt jetzt? Das Gute ist, selbst wenn wir jetzt verlieren, wir sehen nicht so schlecht aus, wie wir dachten, dass wir wären. Schauen wir mal, wie es dann ist, aber... Was halt... Mir hat so eine Karte, wusche ich die über einem. Ah, okay, so gefällt es mir schon besser. Okay, jetzt mag ich euch wieder ein bisschen mehr. Bringt eure Toten. Nicht so richtig die Monster. Oh, ne? Na, ganz zufrieden bin ich auch nicht hier. Gucken wir uns ja gleich. Der Scheiße. Ja, wenn wir immer was übrig haben, sollten wir es auf jeden Fall machen.
Aha. Ich guck mal ein bisschen Twitch-Chat. Wir schon schimpfen über meine Moves von vor 10 Minuten. Weil dann werden wir den auf jeden Fall los und den kann er nicht benutzen und dann könnten wir... Naja, weil wenn der zerstört wird, macht er zwischen 1 bis 4 Schaden bei Gegnern, aber wir haben ja keinen. Was denn? Aber dann geht er hier rauf. Geht er echt da drauf? Ja, klar, war da bei uns genauso. Okay. Dann sollten wir nichtsdestotrotz trotzdem machen, den Schaden in Empfang nehmen und die alle lowlifen. Okay. Und dann sehen, dass ihr... Ich raff die Karte einfach nicht. Ich auch nicht. Die ganz links. Nee, die ganz links. Was ist denn Angriffe gegen Diener kosten den Angriff anstatt ein Haltbarkeit? Blutschrei. Wir verstehen die Karte nicht. Sehr gut. Okay. Was passiert jetzt? Was machen? Den jetzt? Ja, komm. Ja. Okay, was passiert jetzt? Okay. Einmal 4 Damage rausgeholt. Ja, das ist voll und ganz okay. Den? Das haben wir gerechnet. War den noch? Oder? Nee, der kostet 5. Den oder den? Wir könnten den natürlich benutzen und dann den Schaden zu machen, dann wäre er tot. Genau. Das macht keine Scheiße, Jungs. Echt jetzt, ich will nicht verlieren. Ihr plant mir hier zu viel. Okay, das ist schon mal nicht so geil. Mhm, okay, warte. Ja, okay. Das ist gut, dass wir können immer noch... Was krieg ich noch? ...Verteidigung aufpassen. Wir sind ja... Okay. Muss ich mal kurz nachrechnen. Ich darf ja nicht zu laut reden, sonst wisst ihr ja alles, was ich hier vorhab. Ja, du hast 4 Karten vermutlich, ne? 9 Mana. Kommt das hin? Und 7 HP. Na fuck! Doch, fuck! So. Er versucht uns jetzt in dieser Runde, wenn er nachrechnet. Was soll ich hier machen? Puh! Was aussieht, schafft er es, wenn er uns jetzt auf einen Schlag vom Schaden. Das war knapp. Hat gerade so gereicht in der Runde. Tja, Gratulation. Kannst du nicht stolz drauf sein. Bin ich aber, trotzdem. Aber es war knapp. Also ich hatte relativ schnell ja nur noch so wenig Lebenspunkte. Ja, komisch. Das hätte echt gefährlich werden können, wenn ihr nochmal eine gute Waffe bekommen hättet oder so. Ja. Ich hätte ja kein Taunt jetzt auf dem Board, wenn ihr noch eine gute Waffe bekommen hättet, ein Death Spite oder so, 2 Angriffe. 2x4 Angriffe, wäre ich ja tot gewesen. Das war echt knapp. Ja. Knappes Ding. Okay. Ja, dann machen wir einfach gleich das zweite Match hinterher, oder? Würde ich sagen, ne? Ja.